Moin Leute! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserer 7 Region Log. Wir sind wieder hier in Pokémon Y. Ne, Y denke ich mir jetzt in der Edition ist hier langsam das Motto der Woche. Denn es wird und wird nicht besser. Ne? Jede Edition hat noch eine neue Methode gefunden, mir hart in den Arsch zu kneifen. Denn wir werden ja einfach konstant hops genommen durch massenhafte Käferansammlungen. Pokémon, die keine Attacken beherrschen, so wie Safcon oder Carpador oder, ne, ihr wisst schon, hier die hier unten, ja, können alle keine Attacken. Das heißt, von den 5 Pokémon, die wir aktuell haben, müssen wir mit 2 fighten. So, Corgi, das war's für dich. Den burn ich jetzt down. Ich hoffe, wir kriegen bald den EP-Teiler, wäre ganz nett. Also, ihr habt mir auch gesagt, dass es den EP-Teiler hier auch irgendwann relativ früh gibt, aber ich weiß nicht mehr wo. Ich hoffe, dass es bald. Wäre schon schön. So, macht auf jeden Fall guten Damage. Da Pummelupf will platschen. Ist mir egal. Be gone, du Lümmel, du. Tschüss. So, aber wir haben nochmal einen kleinen Hoffnungsschimmer. Wir können jetzt nämlich auf Route 22 nochmal ein 6. Pokémon fangen. Und hoffe ich, dass da was Cooles dabei ist. Das wäre schon schön. Das wäre schon geil. 150 XP, das ist aber auf jeden Fall richtig viel. Pam Pam, oh, das hätte ich auch gern. Ich mag Pam Pam, das ist ein Panda, das ist süß. Den nehme ich. Den nehme ich. Bitte gib mir den. Spiel, please. So, los, Goggi, Glut. Bam. Armstoß. Aua. Ah, du burnst dich jetzt. Nee, du burnst dich jetzt nicht. What? Ha. I told you. Ich hab dir gesagt, du burnst dich. Alter, ich krieg erstmal 16 Damage. Autsch. Herr Überreste. Du bist ja ein kleiner Lümmel. So, aber auf keinen Fall kann er mich jetzt damit töten, denke ich. Aber da ich da nicht sicher bin, weil ich kann ja auch random Crits kassieren, werde ich meinen ersten Tag des Kampfes benutzen für den lieben Goggi. Darf der das? Ja. KIs dürfen bei Multi-Hit-Attacken immer 25 Mal treffen, wenn ich treffe immer nur einmal. Das ist normal. Sag ich ja, trifft einfach random, ganz occasionally einfach 5 Mal, ne? Das ist übrigens eine Chance von 7,5%, dass man das schafft. Ich habe mir die Aufsplittung von Multi-Hit-Attacken mal angeguckt. Die Chance 2 bis 3 Mal zu treffen ist am höchsten. Und die Chance 4 und 5 Mal zu treffen ist ziemlich klein, mit 7,5%, glaube ich. Und die anderen Chancen sind, glaube ich, irgendwie bei 35% oder so, also sehr hoch. Also 2 und 3 ist so der Durchschnitt. Ich müsste jetzt die genaue Prozentzahl aber nachlesen. Also don't quote me on that, please. Und ja, bei 10 Schaden hätte ich gerade mit Crits schon wieder fast sterben können. Deswegen habe ich lieber einen Tank benutzt. War verständlich, denke ich. So, Kusilla. Eigentlich habe ich einen Vorteil, ne? Ja, stirbst du einfach durch eine Glut, maybe sogar? Crazy. Goggi, du bist ja ein richtiges Monster, du. Und kriegst fast ein Level up. Sehr schön. Boah, du bist ja sogar vielleicht sogar stärker als Viola. Ich hoffe es, Alter. Ich hoffe es, dass Goggi und Lucy in ihrer entwickelten Form das nachher carryen können. Zusammen mit vielleicht Alfie, der vielleicht auch noch was zu melden hat. Ich würde es mir wünschen. Weil die hier unten machen nichts. Obwohl, Dexy könnte zwischen auch Level 9 erreichen, ne? Dann hätte Dexy wenigstens einen Angriff, ja? Ein Level zwischen. Ja, doch, könnte man inzwischen schon mal drüber nachdenken, ob sich das lohnt. Durchaus. Ich wäre dafür. Aber wir gucken erstmal nach dem Routen-Pokémon, Leute. Ich verteile nochmal einen Punkt hier an die ganzen... Und die ganzen Carries hier. Ich bin ein Feuerdämon. Ein Demon God. Laut seinem Twitch-Profil. Ne, ich zitiere das hier nur. So. Dann würde ich sagen, holen wir uns gleich mal ein wildes Pokémon auf Route 22. Und ich hoffe, dass es halt irgendwas wird, was unser Team relativ gut umgarnt. Also irgendwas, es wäre halt irgendwas gut, das halt... Also was man merkt, dass unsere 2 Hauptcarries, und das sind nochmal aktuell Goggi und Dings... Goggi und Alfie, dass die beiden eventuell ein Pokémon kriegen, was eine Wasserresistenz beherrscht. Also einen Wassertyp, also einen Typ hat, der gegen Wasser resistent ist, ne? Wasserpflanzen-Pokémon zum Beispiel. Weil wir haben aktuell eine doppelte Wasserschwäche an der Stelle und ich kann das halt nirgendwo anders auffangen. Ne? Das ist halt ein bisschen problematisch. Ansonsten hätte ich noch eine theoretische Gesteinsschwäche. Naja, eine. Theoretisch hat Alfie keine Gesteinsschwäche, weil Eis ist natürlich empfindlich gegen Gestein, aber Boden nicht, deswegen würde sich das ausgleichen. Wäre aber auch okay, wenn ich also eine Gesteinsresistenz würde ich auch noch mitnehmen, so ist nicht, ne?
Aber Hauptsache irgendwas, was nützlich ist, ne? Wir gucken auch hier ein bisschen im Gras. Vielleicht finde ich für Kana und Co. noch einen geilen Erben, ne? Also Kana ist ja nicht umsonst nur so spät hier. Die wartet wahrscheinlich bloß darauf, dass das Trassler aus dem Bus springt und sie sagen kann, halt, meins, Dips und so ähnlich, ne? So, was haben wir denn hier Schönes? Ja, das ist okay, das hat eine Wasserresistenz. Ist in Ordnung, nehme ich. Ist auch ein Feen-Pokémon in der Generation hier schon. Also das ist jetzt nicht das tollste, geilste, spannendste Pokémon, aber ich würde es nehmen. Das Ding ist ganz gut. Alles in Ordnung. Kann ich absolut mit leben. Das nehme ich an, Mann. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn es Kraftkoloss hätte. Ne? Wenn es jetzt natürlich keinen Kraftkoloss hat, ist natürlich toll. Dann ist es natürlich nur noch halb so nützlich. Aber egal. Ich werde jetzt tatsächlich Smog einsetzen, weil das ja ein Feen-Pokémon ist. Und da ist Smog sehr effektiv. Oder auch nicht. Ah! Er hat sich angezündet, der kleine Lümmel. Der kleine Lümmel. Ja, dann machen wir nochmal eine Glut drauf. Ja, ihr seht schon, das macht jetzt nicht so viel Damage. Ne, fairerweise. Aber ist okay. Weil ich glaube, jetzt können wir schon mal Ball schmeißen. Ne? Die Verbrennung erhöht ja meine Fangchancen. Und Meryl ist halt auch ein Pokémon, was sich schon relativ früh entwickelt. Ich glaube Level 23 oder 24, irgendwie sowas. Ist also relativ früh, dass wir da ein entwickeltes Pokémon bekommen. Kann ich mit leben. Ist in Ordnung. Wasserfee ist halt auch ein guter Typ, ne? Sehr defensiv. Kann ich mit arbeiten. Ich weiß halt nicht, wie krass Meryl ist. Keine Ahnung. Das hat das Feen-Typ in der 6. Generation dazu bekommen und war damals schon ein bisschen Meta. Aus dem kompetitiven Standard heraus. So, seine Schweifspitze ist mit Öl gefüllt, das leichter als Wasser ist, sodass es nicht untergeht. Man kennt's. So, Leute, mag denn jemand einen Meryl haben? Ein kleines Meryl-Knuffel. Darf Entchen nochmal mitmachen? Ich habe noch für Entchen ein Ticket. Ja, so ist nicht. Ich habe noch für Entchen ein Ticket, theoretisch. Also, sie könnte noch, ja. Warte, habe ich. Ich habe ja noch andere Wassertickets hier. Wir haben jetzt ja ganz viele Typen-Tickets hier unten. 27 Stück, Alter, da muss ich ja aufpassen. Haben wir Pflanze, Fee, Wasserfee irgendwo hier einmal? Gucken wir mal hier durch. Goggi hat Fee eingereicht. Na gut, Goggi hat ja eh schon Pokémon. Der darf ja noch nicht mal. Wenn Olli versucht, werfe ich auch mal einen Meld rein. Okay, also ran und Olli. Und Lynn auch. Oh, jetzt geht's los. Jetzt wissen die Leute, yo, Kai geht eh gleich Game Over. Ich nehme noch jedes Pokémon mit. Nein, nee, immer. Ich nehme immer erstmal die aus dem Chat. Die reinschreiben. Also, Olli. Ellen. Alter, husten, please, danke. Und die liebe Ran. Alles wieder drei Buchstaben hier am Start. So, und dann nehme ich mal Entchens Ticket noch an. Hey, Charlie, was geht? Moin. Willkommen im Lurk. Grüß dich. Wenn du ein Pokémon haben magst, sag Bescheid. Wir sind gerade beim Fangen eines Merrills. Na, also nur, falls Interesse besteht. Du darfst auch mitnehmen. Auch wenn du lange nicht da warst, ich lasse dich mitmachen. Ich bin gnädig. So, jetzt muss ich aber gucken. Wo fehlt denn noch Entchen hier? Ich habe da noch ein Entchen-Ticket übrig. So, Leute. So, Entchen. So. Hat noch jemand? Haben wir noch ein Ticket übrig? Luigi hat noch ein Ticket. Ist Luigi noch da? Hat Luigi Lust? Oder sagt er, nee? Wenn er nicht da ist, nehme ich sein Ticket anyway. Dafür sind die da. Luigi hatte noch kein Pokémon, ne? Nee. Jetzt haben wir Dexy. Dexy, Michael, Lucy, Alfie und Goggi. Alles mit I hinten. Außer Michael. Und Steven. Nevermind. Bada 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 ba bada ba bu. Gut. Also, wenn Louis nicht da ist, dann nehme ich das jetzt auch noch an hier. Zack. Alle Jahre wieder, wenn ich mal wieder hier drin bin. Oh, ich sehe gerade, Charlie hat sich ihre blaue Knospe zurückgeholt. Dankeschön für den Prime Sub im 11. Monat. Dankeschön. Küsschen raus. Dankeschön.
So, dann packen wir die Louis auch noch mit rein. Und dann mache ich mal ein bisschen Copy-Paste hier, damit es ein bisschen interessanter wird. Und misch mal quer durch hier. Zack. Ja. Ja. Ja, ist okay. Nehme ich. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Wie geht's dir eigentlich, Charlie? Sag mal. Achso, Tabelle. Boah, das ist eine gute Frage. Stimmt. Da muss ich ja nochmal reingucken, ne? Weil Olli ist ja noch definitiv einer von den Neulingen. Louis, Ran, Lynn, Ähnchen sind auf jeden Fall alle in den Top 12. Aber Olli ist nach wie vor Platz 52. Da kann man nochmal eine Bonusstimme verteilen. Warte. Das muss ich schnell mal machen hier. Zip. So, wo sind die anderen hin? Da oben. So, warte. Olli, Segmente ein bisschen größer gemacht. So, müsste stimmen eigentlich mathematisch gesehen. Guti, endlich Normalschicht. Hole mir morgen ein Kitten aus dem Tierheim. Und ich bete, dass Lissy sie lieben lernt. Ey, ich hoffe, das klappt, ne? Aber Lissy hatte doch auch noch keine, ne? Oder? Nee, doch, Lissy hatte schon, ne? Es war jetzt schon eine Weile her, aber ich glaube, Lissy hatte schon mal Kinder, ne? Also, Babys. Ich überlege gerade. Du hattest zwischendurch mal eine Wurf-Action bei dir in der Wohnung, das weiß ich noch. Aber war das die vorherige Katze, die ihr mitgebracht hattet? Ich weiß es gar nicht mehr. Boah, ich werde so vergesslich auf mein Alter, es tut mir leid. I'm a sorry. Aber ich weiß, ihr hattet Wurf-Action, da war übelst viel Panik und so. Und ich weiß noch, dass du übelst damit geschwitzt hast. Sowohl als auch. Ach, beide sogar. Ach, beide hatten sogar. Das wusste ich gar nicht mehr. Schwierig, wenn eine Katze nicht an andere Tiere gewöhnt ist. Ja, aber wenn, ich glaube, wenn die Katze schon mal Babys hat, ich glaube, dann geht das aber eigentlich, oder? Ich freue mich schon, wenn ich überhaupt in der Liste bin. Hey, Olli, der Trostpreis ist auf jeden Fall noch drin, ne? So ist nicht. Das geht auf jeden Fall fit. So, Olli hat jetzt 11% mal 3 sind 33 bei 2, 3, 4, 5 Teilnehmern. Hätte er sonst 20%. Aber zwei Sechstel sind 33%. Ja, dann stimmt das. Von daher hoffe ich das Beste. Ja, ich hoffe, es klappt. Ich würde es mir wünschen. Ich wünsche viel Glück. Was machst du vor allem? Was machst du, wenn es nicht klappt? Gibst du sie dann wieder zurück? Geht das einfach so beim Tierheim? Weil die sind ja eigentlich eher daran gelegen, dass die schon halt Motivation geben, dass du halt die Tiere da mitnimmst. Was ich auch gut finde. So die Frage. Versucht man es einfach und wenn man merkt, dass es nicht klappt, dann gibt man sie zurück oder wie läuft das? Ist halt auch scheiße irgendwie, ne? Klar, auf Probe denke ich. Na, ist halt schon irgendwie nicht so geil, aber moralisch denke ich, versucht man ja wenigstens was mitzunehmen. Du setzt da quasi einen Vertrag auf und du hast tatsächlich eine zweiwöchige Probezeit. Alter, crazy! Finde ich aber gut eigentlich. Weil klar, man versucht ja die Tiere aus dem Amt zu erhöhen. Kannst du auch auf 4 Wochen erhöhen. Ah, cool. Es ist natürlich schon so, dass man versucht, die Tiere aus dem Heim zu holen, aber ich glaube halt, wenn die da zu Hause bei dir dann von Lissibus geärgert wird, dann ist halt auch, dann ist er sogar im Heim halt noch besser, weißt du? Also hängt natürlich vom Heim ab, aber. Also, wenn ich mir unser Berliner Tierheim angucke, da ist die Lebensqualität schon vergleichsweise eigentlich ganz gut, ne? Ist halt auch nicht so geil, aber es ist okay. Es gibt halt aber Tierschleime, wo es wahrscheinlich nicht so schön ist. Also ich war ja nur schon ein paar Mal im Tierheim Berlin. Gerade zu Studienzeiten waren wir da mit einer Kollegin von unserer Gruppe mal, die da mal sich was angucken wollte, ob die sich da ein Tier aussucht. Aber da war es keine Katze oder so, da war es für ein, boah, ich weiß gar nicht, was wollte die denn? Das war was für ein Terrarium oder so. Irgendwas Exotisches. Weil die hatte ein Terrarium zu Hause, da war irgendwas Echsenmäßiges drin oder so, glaube ich. Und da wollte die gucken, ob die im Berlin Tierheim fündig wird. Die haben da teilweise richtig exotische Tiere. Und versuchen die halt irgendwie über die Pflege zu kriegen. Von Schildkröte bis hast du nicht gesehen. Das querbeet alles drin. So. Anyway, Leute, wir machen den Roll. Ich wünsche allen wieder viel Glück. Auf geht's. Bata Garmin, nee, sowas war's nicht. So, who's it gonna be? Who's that Pokémon? Und guck mal, Olli. Herzlichen Glückwunsch, Olli. Du hast dir einen Merrill gegönnt. Glückwunsch! Ein Merrill für Olli. Gegönnt.
So, Olli sein erstes Pokémon damit bekommen. Muss ich gleich nachher mal eintragen hier. So, Olli am Start. Das hat nichts mit den Welpen zu tun. Das ist ja eine andere Situation. Immerhin ist das Kätzchen fremd und die Welpen nicht. Bei den eigenen Jungtieren sind die Katzen ja sehr defensiv und benutzen die. Ein anderes Tier könnte als Eindringling gesehen werden. Ja, also muss man probieren. Also nach dem, was ich von Charlie gehört habe, ist ja Lissy schon eher der emotional etwas instabilere Typ, würde ich behaupten. Ich habe Lissy lieb, so ist nicht, aber so aus der Ferne ist, ich mag ja alle Katzen. Es gibt keine Katze per se, die ich nicht mag. Was? Kein Name, was denn? Was habe ich denn jetzt wieder angestellt? Hä, hey, Olli hat doch seinen Namen bekommen. Er ist doch gut, oder? Oder was habe ich gemacht? Icon brauche ich auf jeden Fall. Ein Icon brauche ich, das brauche ich ja. Das ist schon wieder, habe ich schon vergessen. Wo habe ich denn Meryl? Habe ich Meryl schon mal runtergeladen? Habe ich das schon jemals benutzen müssen? Oder benutzen gehabt, getuten tun? Nee, ne? Meryl, erste Mal dabei, Leute. Dann lade ich mal gleich die Entwicklung noch dazu runter. Da kann man ja gleich mal dazu packen. Einmal downloaden. Und einmal nochmal downloaden. Hier kriege ich wenigstens noch PNG-Dateien und nicht diese scheiß Web-Dinger. Oh, man schaut fast nur noch auf die Icons. Ja, ist ja okay. Also, wenn ihr mich daran erinnert, das ist immer geil, weil ich vergesse das öfteren. Und mache das dann so im Block zwischen den Folgen manchmal, ne? Aber ich denke mal so. Wie gesagt, irgendwann habe ich ja mal die Hoffnung, dass ich alle Icons runtergeladen habe und nicht ständig diese Webseite offen habe. Weil das slowt den PC auch ganz schön, das glaubt man jetzt nicht. Aber wenn ich nebenbei eine Browser-Session offen habe, aus einem Archiv mit einer Webseite, die relativ langsam ist, ist immer scheiße, wenn ich dann eine Webseite offen habe, wo 20.000 Bildchen auf einer Webseite offen sind. Das slowt ganz schön den Browser allgemein. Deswegen hakelt auch immer so ein bisschen die Webseite mit dem Wheel, ne? Guck mal bitte auf Wesen und so. Also wir haben schon mal Aquaknarre und Tackle, das ist ganz okay. Nassmacher, Rutenschlag ist eher sowas von, ja, bräuchte ich nicht. Und wir haben leider ein Spezialverteidigungserhöhungswesen mit Angriff Minus. Das ist zugegeben, und ich habe Speckschicht. Puh, weiß ich nicht. Aber okay, ist trotzdem in Ordnung. Es ist auf jeden Fall sehr defensiv, wie man sieht. Ich denke, dann ist ein Angriffsminuswesen sogar in Ordnung, wenn es kein Kraftkoloss hat, ist es sogar in Ordnung. Aber ja, Kraftkoloss wäre mir schon lieber gewesen, da bin ich ehrlich, ne? Da bin ich aber absolut honest mit euch. Aber hey, was will man machen, ne? Ihr wisst ja, ich habe ja kein. Bei Pokémon habe ich eh kein Glück, ne? Ich möchte es zumindest versucht haben. Die Kleinen, was der Kleinen soll es gegönnt sein, bei mir vielleicht ein Heim zu finden. An Lissy merkt man, dass hier was fehlt. Meinst du? Also du kennst, wenn denn jemand die Katze einschätzen kann, dann du auf jeden Fall. Ich habe mir auch letztens wieder aufgefallen, wie lange du Lissy schon wieder dabei hast, ne? Weil ich letztens beim Aufräumen von alten Fotos und so, da habe ich gesehen, dass du mir die ersten Lissy-Fotos geschickt hast, auch schon wieder Jahre her. Da fällt dann wieder auf, wie schnell die Zeit vergeht. Plus dein Wasted-Clip, warte. Extra hier für Charlie ihren eigenen Clip, das ist ja nämlich von ihr, das hat sie mir geschickt und ich habe gefragt, ob ich das nutzen darf. Ah, da ist sie, da ist er. Ah! Ich find's aber noch lustig. Der Clip ist absolut super. Der ist absolut Gott. So, Olli, willkommen im Team, Junge. Ah, oh, endlich jemand, der Angriffe hat. Ich freue mich. Pork. Ein Pokémon mit Attacken. Ich bin so happy. So. Leute, auf geht's. Wir müssen ein bisschen Training machen. Ne? Ein bisschen Training muss ich wahrscheinlich vor dem Orden noch in Angriff nehmen, sonst wird's schwierig. Aber gut, wir gucken mal, vielleicht finde ich ja noch einen Erben. Guck mal. Kana, Kali und Fenrir dürfen sich ja noch was aussuchen. Oh, ein Corazon. Und Zauberwasser hast du, glaube ich, auch noch. Stimmt, das könnte ich nutzen für die Aquaknarre ein bisschen boosten. Nein, ich kann nicht vor Corazon flüchten. Warum nicht? Das Nass ist sehr legal. Hallo? Wie schnell ist ein Corazon, bitte? Stop it. Danke. Okay, fairerweise ist es Level 7, ne? So ist nicht. So, das mache ich gleich mal. Das ist eine gute Idee. Ich habe noch ein Zauberwasser bekommen. So, das gibt immerhin, glaube ich, 20% mehr Schaden auf Wasserattacken. So, okay, kann man machen. So. Jetzt gehe ich wieder mal ein bisschen trainieren, Leute. Oh, wie cool! Oh, es gab Igelava!
Ah, oh, ich will haben, Tutentun. Oh mein Gott. Oh, ich schmerz. Aua, aua. Ah, oh, ich habe gerade Schmerzen in der Brust, Leute. Oh, das wäre so cool gewesen. Ein Igelchen. Oh, Routen-Pokémon wieder komplett verarscht, Leute. Also nee, ich habe jetzt nichts gegen Gemere, ich nicht, aber gerade weil es ja hier auch noch den Feentypen mitbringt, ist es schon nicht schlecht. Aber Alter. Dann hätte aber Magby verloren. Ja, ne, ich hätte glaube ich auch zwei Feuer-Pokémon mitgenommen, so ist nicht, ne? Boah, das tut schon weh. Hätte ich schon gern mitgenommen, ne? Also Tornupto ist schon ein cooles Pokémon. Rauchwolke. Och nee, mach doch nicht sowas, Brudi. Aber wenigstens trifft meine Aquaknarre noch. At least somewhat. Hörst du jetzt auf, mich mit deinem Passivrauchen zu bewerfen hier? Fühl mich wie in einer Shisha-Bar. Bonk. Plop. Och man. Oh, das gibt aber saftig XP. Hm, lecker. Das gönne ich mir erstmal. Blubber. Naja, gut, das ist ja Aquaknarre inzwischen mit Boost, ne? Weil für die, die es nicht wissen, Blubber hat jetzt genau auch 40 Stärke. Ist genauso stark wie Aquaknarre, aber es kann die Initiative des Gegners senken. Das kann Aquaknarre nicht. Da überlege ich ja schon, ob ich das mitnehme. Ja, komm. Warum nicht? Weg damit! Blubber it is, Leute. Initiative Senkung ist dabei. Kann man machen, finde ich. Lucy, wie lange brauchst du noch bis Level 9? Boah. Ah, uff. Okay, aber ein paar Igelava zum Trainieren würde ich noch nehmen. So ist nicht, ne? Also da kannst du mir noch ein paar schicken von. So ist ja nicht. Oh, es gab einen Sisu-Kitz. Oh, süß. Hätte ich auch genommen. Habe ich auch noch nie in meinem Leben benutzt, bin ich ehrlich. Das ist aber ein Pflanzen-Pokémon. Das ist eher so semi-geil. Da muss Alfie mal ganz kurz aushelfen. So, jetzt wieder voll da. Baby Louis. Verwandelt sich in Typ Pflanze. Wow. Du warst vorher auch schon Typ Pflanze. Ich sag's dir nur, ne? Was habe ich alles verpasst? Ja, wir haben ein paar Pokémon verteilt mit ein paar Tickets und so ein Käse. Ich habe dich auch ein paar Mal mit in die Auslosung reingeworfen. Aber, ja. Du hast noch einen Slot frei. Du darfst noch. Ansonsten keine Toten bisher, aber Pokémon, ja. Naja, du siehst ja, ne? Jetzt sind schon Level 3 Pokémon, die keine Attacken beherrschen. Aber wir haben jetzt Olli dabei. Ich habe mir Igelava als potenziellen Erben aufgeschrieben, falls bis zur zweiten Arena nichts Cooles kommt. Das ist ein Deal. Boah, Kana, da erwartest du aber eine Menge von mir. Das heißt, ich muss dann zurücklaufen in diesen Busch hier, um Igelava für dich zu suchen, ne? Boah, da musst du aber artig sein zu mir, ne? Bin ehrlich. Das ist wie, als wenn du irgendwie deinen Bruder dir ein Bier holen schickst, aber nur von dieser einen Biersorte, die es am Rande von Deutschland gibt. Und du wohnst aber in, weiß ich nicht, in Rostock oder so. Und du willst so ein bayerisches Bier. Das ist schon das Böse im Busch. Das Böse im Busch. Ah, schön. So, ja, ich würde schon gerne wenigstens noch ein Level 8 für Olli mitnehmen, ne? Kann ja ein bisschen Trainer versuchen. Wenn nicht, kann ich ja austauschen, ne? Goggi ist schon ziemlich stark jetzt. Ja, obwohl Wasserschwäche haben wir auf jeden Fall am Start. Da kann ich trainieren. Nächstes ein bisschen. Blub. Ja, das Schöne ist aber, Olli wird auf jeden Fall recht tanky, ne? Weil Meryl an sich schon ziemlich viel aushält. Kann ich mit leben, bin ich ehrlich. Ist nicht so schlimm. Plop. Tschüss. Das Laden, habt ihr es gemerkt? Das Laden hat gerade ganz besonders lange gedauert. Das Pokémon war noch so irgendwie so gefühlte 2-3 Sekunden noch da, bevor sich der Emulator entschieden hat, das Pokémon dann doch sterben zu lassen. Sah komisch aus. Schoolgirl Juliette. Na moin. Remoraid. Dann speichern. Ja, nee, alles cool. Aber ja, kann ich wirklich mal machen. Ist eigentlich nicht so schlechte Idee. So, Remoraid ist natürlich so ein kleines Problemkind, weil zwei Wasserschwächen bei Alfie und Goggi. Der Rest hat keine Attacken. Wird schwierig. Wird Käse. Aber ich guck mal, was macht mein Tackle für Damage, ist die Frage. Da kommt die Aquaknarre, die tanke ich ganz gut, denke ich. Jo. Bonk. Ah, es geht.
Nicht der beste Angriff, aber ziemlich solide Verteidigung. Ja, quasi. Also solange er nur Aquaknarre spammt, gewinne ich den Fight sogar. Und ey, guck mal, da kriegt Olli seinen ersten Punkt, Leute. Ist ein Trainer. Und ihr wisst, jeder, der im Kampf gegen Trainer teilnimmt, kriegt Punkte. Könnte jetzt ein bisschen dauern, ne, fairerweise. Ey, Meryl mit Kraftkoloss wäre jetzt halt echt geil gewesen, muss ich sagen. Weil einfach dann halt physische Wasserattacken schon auf Meryl auch sehr, sehr, sehr stark sind. So eine Kaskade oder so ein Nassschweif oder whatever ist dann schon sehr, sehr stark. Ich hätte es genommen. Aber in der Speckschicht, da habe ich noch mehr Resistenz gegen Eis- und Feuerattacken, was man ja als Wasser-Pokémon ja braucht, Kappa. Sarkasmus. Ali erreicht Level 8. Pork. Gib mir. So ein Pilz. Na du Pilz, was geht? Ja, komm. Ich hätte jetzt theoretisch Alfie einwechseln können, weil ich habe ja Eisattacken, aber er hat auch eine Pflanzenschwäche, ne? Wegen seinem Bodentyp, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Da bin ich ein bisschen, ne? Ich muss ja nicht alle Pokémon gleich in die Binsen werfen, ne? Bonk. Mimi. Mimi. So, geh weiter. Das Spiel liebt es aber auch, mich mit Wasser-Pokémon zu trollen, oder? Und wieder am Lurken. Ja, gönn dir. Ich versuche mal, was ich für Schaden mache. Glut ist ja neutral, merke ich gerade, weil es ja ein Käfer-Pokémon ist. Boah, der Damage ist schon gut, ne? Lubber, wie gut halte ich den aus? Ah, geht. Ist okay. Ist in Ordnung. Not too strong. Plop. Tschüssi. Ja, Wasser-Pokémon wird noch so nach wie vor ein kleines Problem gegen mich werden, ne? Wenn ich das Metbo dann habe, ist es nicht mehr ganz so schlimm. Weil dann habe ich halt noch ein anderes Pokémon, was noch jetzt nicht so Probleme mit Wasser-Pokémon hat. Was ich in den Kampf schicken kann. Aber bis dahin könnte es noch so ein Problemkind werden. Ey, guck mal. Den ersten Punkt für unseren guten Olli. Banger. Damit ist er instant von Platz von 12, von Platz 52 auf, ich glaube, 35 oder so gerutscht. Weil einfach, es gibt über 10 Leute, die 0 Punkte haben. Ist ja nicht so schlimm. Die hatten alle mal ein Pokémon und haben aber die Pokémon habe ich nicht benutzt. Das kann ja passieren, ne? Ist ja nicht schlimm. So, fresher Heal. Wir haben auch inzwischen ein volles Team immerhin. Das ist auch schon mal eine ganze Menge wert, Leute. Vergesst das nicht, ne? Dann solltest du Lucy aber auch trainieren. Ja, ich weiß halt immer nicht, wie ich das reinschicken machen soll. Wenn man gegen Trainer kämpft, riskiert man halt immer, dass das Einswitchen halt gleich dein Tod ist. Also nehmen wir mal an, ich habe ein Wasser-Pokémon und habe Lucy drin. So, dann muss ich ja wechseln, weil Lucy ja nichts gegen Wasser-Pokémon macht. Ich müsste aber Meryl einwechseln und so. Ich meine, wir können es versuchen, aber beim ersten Fall von Problemen werde ich da erstmal einen Schreikrampf kriegen. Kämpfst du nur zum Spaß oder verfolgst du ein bestimmtes Ziel? Also eigentlich will ich ja nur Spaß haben. Analyst Simon. Analyst. Ami, oh, ein Voltilam, das hätte ich auch genommen. Das nehme ich auch. Ich liebe Voltilam. Na, mein Schäfchen. Ein schnuffiges Schäfchen. Ein Elektro-Typ. Ja, ich würde sagen Alfie, ne? Der hat Bodentyp, der hat Elektroresistenz. Gib ihm. So, Lucy und Alfie. So, dann komm mal mit deinem Donnerschock, ist mir egal. Mir! War doch so einen niedlichen Ruf. Das ist doch gemein. Pulverschnee! Oh wow, ich mache ja fast Schaden. Mir! Voll süß, ich möchte es gar nicht hauen, ich eigentlich möchte es knuffeln. Ist schon niedlich. Aua! Mach lieber Heuler, das ist viel niedlicher. Ey, mit Schnee bewerfen, voll gemein. Ich finde Voltilam auch mega toll. Habe ich in der zweiten Gen immer benutzt? Ja, kann ich appreciaten. Geht mir auch so. Das heißt nicht mi, sondern meh. Ja, aber von dem, wie hoch es ist, klingt es eher wie mi. Das ist einfach ein sehr hohes meh. Das ist ein meh. Bloß so, komm ich nicht, deswegen mache ich ein mi draus. Das ist mi-Nudeln quasi. So, Schnee schmeißen. Ich habe einfach mein Schaf eingeschneit.
Schatz, das Schaf ist eingeschneit. Oh, was? Wie ist das denn passiert? Ich weiß nicht. Ja, Cliff. Oh, ein Hundi, den mag ich auch. Den finde ich auch süß. So, Leute. Was mache ich jetzt gegen Hundi? Also, Alfie ist mir schon ein bisschen low. Ah, ein bisschen low, 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 low. Komm, Goggi. Goggi. Why we need you? Der Hund macht nämlich ganz schön Schaden, vergisst man gerne. Alter. Schon cremig, was der für Schaden austeilt hier. Ich hoffe auf einen Brand, das wäre sehr schön. Der Burn Damage wäre jetzt schon nett. Ich sag's, wie es ist. So, please reich aus. Maybe. Schade. No, nicht beißen. Aua. Alter. Bin ich jetzt auch noch schneller? Ich will das nicht riskieren. Ich nutze mal kurz einen Trank. Oh, ich habe schon wieder Tränke nicht aufgefüllt. Ich bin doof. Schlecht. Oh, mit Joyclub habe ich einmal schwarz komplett durchgespielt. Rückkehr, Knirscher waren beide mega OP. Ja, glaube ich gerne. Alter, Damage. Holy shit. Ich glaube, ich lasse mal den Rest Olli machen, oder? Wie viel Verteidigung hat Olli schon? 13. Fairerweise hat der Rest jetzt auch nicht viel mehr, ne? Trotz den erhöhten Leveln. Aber dann kann ich wenigstens meinen Damage resetten. Ich habe ja jetzt einen Silberblick kassiert. Deswegen ist meine Verteidigung gerade ja noch lower als vorher. Goggi, wie viel Stats in Initiative hast du? 24. Mit 24 sollte er schon schneller sein als der Rest. Ja, ich vertraue mal auf deinen Speed. Okay. Uff. Ausnahmsweise mal kein aggressives F. Ich sag nur, die Hundis sind don't starve, ne? Die knurren dich schon aus 5 Kilometern an, Alter, die Lümmel. Aber lange nicht so schwer wie die anderen Versuche. Nee, definitiv nicht. Aber das ist ja auch nicht zu erwarten, wenn man keine Random Moves Pools spielt. Einfach weil du diese Random Surprise Attacks nicht hast, wo dann einfach irgendwie so ein Hust, Pummelluft mit Volt Tackle um die Ecke kommt, wo du denkst so, was zum Teufel? Wieso? Was hab ich euch dann getan? Dass ihr mich so hasst? Für Charlie, die jetzt im Lurk ist, ist das schon der vierte Versuch jetzt, ne? Also im Titel steht noch, nimmst du eben die Random TMs. Ja gut, na, die krieg ja nur ich, ne, fairerweise. Die Random TMs bekommen nur ich. Aber im ersten Run haben auch die Gegner die Random TMs kriegen können und das war schon noch bevor ich sie überhaupt kriegen konnte. Also ich wusste noch nicht mal, was es für Attacken gibt in den TMs und die haben mich schon damit fertig gemacht. Das war schon leicht illegal, muss ich sagen. Aber wie gesagt, wir spielen ja hier auch 6 Pokémon gegen Hunderte, ne? Tausende. Gegen die ganzen Trainer müssen wir alle durchkommen und ein Verlust bei uns heißt ja, wir müssen dafür alle 100 Trainer besiegen. Oder, ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so. Wenn auf jeden 20. Trainer ein Pokémon fällt, dann ist die Quote trotzdem, glaube ich, eher tödlich vergleichsweise. So. Ja, ich würde schon Lucy irgendwie noch gerne Level 10 zuspielen. Vor allem, weil brauchst du noch 8 XP bis Level 8 fehlen. Wäre schon schön irgendwie. Bis 9, Entschuldigung. Dann wäre schon schön, wenn ich dann noch ein bisschen XP rauskitzeln könnte. Haben wir nicht noch einen Trainer hier? Komm mal her hier. Los geht's, unser Pokémon-Kampf beginnt. Ja, ich bin ein Käfer-Pokémon-Trainer. Und ich suche hier im Labor Käfer-Pokémon. Hast du eins gesehen? Tamer Darren. Darren, Alter. Ein Ninkada. Bodenkäfer, ne? Ja. So, schlimm wird es auch an dem Punkt, wo Lucy gegen Isso oder sowas reingewechselt wird. Ab da mache ich mir dann ganz große Sorgen. Da habe ich dann ganz große Arschkarten gezogen, weil das heißt, denn ein Endloskampf steht uns an und das dauert einfach Ewigkeiten. Und da habe ich auch so gar keine Lust drauf. So, das ist aber, glaube ich, ein Kampf, den Olli gut machen kann. Deswegen, bitteschön. Wasserattacken gegen Boden-Pokémon ist ja schon ganz nett. Härtner, kannst du machen, ist mir egal. Blubber! Nochmal Härtner, ja, mach, gönn dir. Immer rein da. Ich greife eh speziell an. Blub. Badam, bam, 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 bam. Schlitze, aua. Oh, jetzt Seegesang. Du Lümmel. Frech. Und ja, ich wusste das schon, bevor das da steht, weil der einzige Heal, der auf Damage proc, ist Seegesang.
Ja, das ist dieses Item, was beim Schaden, also bei, nee, bei verteiltem Schaden, Entschuldigung, einem ein bisschen KP zurückgibt. So, was mache ich gegen Voneira, Leute? Also eigentlich ist das ja ein sehr, sehr guter XP-Spender. Deswegen gehe ich jetzt für den Double Switch. Ich gehe jetzt tatsächlich nochmal Lucy einwechseln, weil ich die XP unbedingt haben möchte. Weil natürlich Voneira schon ein sehr, sehr schönes Pokémon ist. Um XP zu grabben, ne? Er hat meinen Blubber kopiert. Uff. Und jetzt würde ich sagen, switche ich rum auf... auf Olli zurück, ne? Einfach hin und her switchen, damit auch Lucy die XP abbekommt. Hätte ich jetzt natürlich noch meine alten Moves, wäre das natürlich geiler, dann könnte Safkorn das selber machen. Aber naja, habe ich nun mal nicht, ne? Boah, jetzt wird's eklig. Jetzt ist mein Angriff deprimierend. Und Blubber macht aber auch kein Damage, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ah, könnte ein bisschen dauern. Naja, früher oder später schaffe ich es, ne? Irgendwann ist es down. Wow, 4 Schaden für einen Crit. Das ist schon schlecht. Das ist schon sehr schwach. Ja, eine noch. Kannst du gerne mal Blubber kopieren. Der macht auch kein Damage. Ich finde es interessant. Ich habe ein Pokémon ausgetauscht und das Spiel hat das als nicht relevante Aktion registriert und immer noch den Blubber kopiert, obwohl ich eigentlich was dazwischen schon gemacht habe. Einfach weil es kein Angriff war, hat er quasi noch den zweitletzten Move genommen. Weil du kannst ja keinen Austausch kopieren, weißt du? Und der hat da wirklich akzeptiert, sondern nee, die letzte Attacke war Blubber. Und den Switch ignoriert. Finde ich gut. Smart Spiel. Fluffeluff. So, wie viel XP fehlen Lucy jetzt noch? Komm schon. Smetbo incoming. Ich will mein Level ab jetzt hier. Ich forciere das jetzt hier. Ist mir egal. Mit der... Oh, Alter, da fehlen bloß noch so knapp, weiß ich nicht, 60, 70 Punkte oder so. Das wäre schon lecker. So, da hole ich auch Goggi nochmal rein. Da kriegt er auch noch ein Pünktchen. So, der Einigler. Hey, du schon. Dankeschön für den Resub im 55. Monat mit Prime. Dankeschön. Muchos Ehre. Dankeschön. Ich weiß übrigens nicht, ob du es mitbekommen hast. Du hast aufgrund deines Pflanzentickets zwischendurch einen Lotoze gehabt, aber das ist schon wieder verstorben. Es tut mir leid. Muss ich mal so ankündigen. Es tut mir leid. Ich hab's versucht, aber der gesamte Run war eh für. Also die gesamte Lotoze-Versuchsreihe war leider eh schon mit dem Game Over gesegnet. Da war leider nichts zu machen. Da musste ich gegen einen Porenta mit Schlitzer in der ersten Arena kämpfen und das hat mein ganzes Team komplett auseinandergenommen. Das war jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Deswegen gleich mal hier mein Geständnis an Dosho. Tut mir leid. Ich habe mein Bestes versucht. Dein Pflanzenticket mit deinem Lotuzel in allen Ehren zu halten. Aber es sollte nicht sein. Ich durfte nicht. Aber Porenta in der ersten Arena mit einer Schlitzerattacke ist aber auch echt unfair, muss ich sagen. Das war schon sehr, sehr broken. Ich meine, das hat ja hier... Also selbst ohne Crit hat er ja fast jedes Pokémon gewonshottet, so. Das war doch noch im letzten Fail. Ja, in einem der letzten Fails auf jeden Fall. Also das war noch im ersten Fail, ja. Noch vor dem Käfer-Pokémon-Fail. Schwierig. Das steht mir jetzt für immer auf der Kappe, Leute. Ich bin in XY zweimal Game Over gegangen. Gut, fairerweise natürlich mit hart erschwerten Bedingungen, aber ich dachte halt, da XY von euch als leicht eingeschätzt wird, dass ich das brauche. Habe ich gemacht und hab's bereut. Und zwar sehr. So, Lucy, Mann, wie viel brauchst denn du jetzt noch? 38. Schaffe ich. So, du bist mein nächstes Opfer hier. Auf geht's, Skoppel. Lass uns alles geben. Incoming, dass sie keinen Skoppel hat. Biker Franziska. Die Kinder heutzutage werden aber früh zu Bikern, du. Das ist aber besorgniserregend. Waffcrunch. Nochmal ein Voneira. Gib nochmal dicke XP, das kann ich mir. Kann sich Olli nochmal schön mit Lucy die Erfahrungspunkte teilen? Da brauche ich gar nicht so lange trainieren nachher für die Arena. Finde ich geil. Das freut mich. Ein Pfund, den tank ich.
So, jetzt gucke ich mal, ob der Tackle mehr Schaden als der Blubber macht. Ich gehe davon aus, dass das der Fall ist. Oder auch nicht. Klar, mit Laufrad übt sich früher, wer Biker werden will. Linda war ja richtig Wortwitz dahinter. Mit Laufrad, wäre auch geil. Am besten so ein Bikerrad, so einfach mit so Stützrädern dran, wäre auch geil. Das wäre auf jeden Fall eine gewisse Comedy. Ich würde es feiern. Ich merke schon, dass Vonaira ist hier schon deutlich tankiger. Es hält deutlich mehr aus. Ja, mein Blubber kannst du probieren, ist mir egal. Die fährt doch nur Fahrrad. Die will bloß cool klingen. Aber ich hab mein Bike von Papa bekommen. Da kommt Mama an. Mann, das ist doch aber nur ein Dreirad. Nein, das ist ein Bike. Okay, da kommt der Charm. Jetzt kann ich den Tackle vergessen. Schade. Versuch was wert. Jetzt muss ich wieder Blub machen. Blub-Banane. Oh, also das Schlimme ist natürlich an diesem normalen Move-Pools, dass die Kämpfe wieder 2000 Jahre dauern. Das ist crazy, ne? Jetzt bräuchte ich schon so ein bisschen... Mit den explosiveren Moves kommen natürlich auch deutlich explosivere Kämpfe, die deutlich schneller gehen um die Ecke, ne? So, warte mal, ich muss Olli noch grün markieren, so. Oh, Level 10, sehr schön. Aber überlebbar. Ja, das stimmt wohl. Ein Igler für Olli. I mean, besser als Nassmacher, oder? Verteidigung erhöhen klingt nützlicher als ich schwäche Feuerattacken. Junge, ich habe Speckschicht und bin Wasser-Pokémon. Ich habe eine vierfache Feuerresistenz. Was will ich denn mit Nassmacher? Nassmachen kann ich mir, keine Ahnung, Nassmachen können sich Kinder. Walzer, oh, Walzer-Einigler-Kombo. Oh, crazy. Ja, nehme ich. Tschüss, Guckenschlag. Nehme ich, ist okay. Die Walzer-Einigler-Kombo, für die, die es nicht wissen, wenn man vor dem man Walzer einsetzt, wenn man das vorher Einigler benutzt, Kai, das war kein Deutsch, egal. Bevor man Walzer einsetzt, Einigler einsetzt, dann ist der Walzer darauf dahin doppelt so stark. Warum das so ist, wissen wir nicht, aber es ist einfach eine Mechanik in Pokémon. So, Pfiffchen. Weiß ich nicht. Jetzt bin ich natürlich schon Half-Life, ne? Definitiv besser als Nassmacher, ja, ich glaube auch. Gehe ich einfach für die Aquaknarre? Für den Blubber? Ist Level 8 schon, ne? Ich will jetzt nicht, dass Olli stirbt. Komm, Goggi. Du kriegst auch noch einen Punkt. Tackle, Alter. Er hat sich schon mal nicht verbrannt, schade. Ne, Flammkörper ist eigentlich eine nützliche Fähigkeit, ne? Für 33% die Chance ist, dass sich dein Pokémon verbrennt, wenn es physischen Kontakt am Gegner herstellt, ist schon sehr nützlich. Weil der Haken ist, Gorgis physische Verteidigung ist echt leider ziemlich schlecht. Und Flammenkörper negiert das so ein bisschen, also minimal. Weil du ja, wenn du den Gegner verbrennst, verliert er ja die Hälfte seines physischen Angriffes. Nur den physischen, by the way. Was mir ja wiederum hilft, seine physische Verteidigung, die nicht so gut ist, auszugleichen, wisst ihr? Das ist ganz nett. So, ich krieg Finte. Also Rauchwolke würde ich noch behalten, um ein bisschen Käse zu verteilen. Ne? Rauchwolke kann mal als Cheese-Taktik ganz nützlich sein, aber Silberblick brauche ich gar nicht. Was soll ich denn damit? Aber gegen so ein Geister-Pokémon oder so, warum nicht, ne? Kann man nochmal nutzen, denke ich. Das einzige kampffähige Pokémon, das ich habe, ist Skoppel. War das kein Skoppel? Ja, mein, ich habe doch aber ein Skoppel gehabt. Oh, Lucy entwickelt sich. All praise the Phoenix. Der Käfer-Phoenix kommt aus der Asche und bricht aus seiner Schelle aus. Let's go! Ja, ein Schmetterling! So, lerne ich jetzt Konfusion oder Windstoß? Ich weiß es nicht mehr, aber irgendwas lerne ich auf jeden Fall. Ich bin ein wunderschöner Schmetterling! Ja, ja. Das große Krabbeln, toller Film. Lucy lernt Konfusion! Ich finde schön, dass Napo instant weiß, wo das herkommt. Ehre, Bruder. Ist auch ein geiler Film, muss man sagen. Also dieser bayerische Sprecher dafür, der war da so perfekt. Das war so geil. Ich fand das als Kind so cool. So, jetzt haben wir auch für Lucy einen actually sehr guten Typ. Weil ihr seht, Smetbo braucht gar keinen physischen Angriff. Das war der Film meiner Kindheit. Ja, fühle ich. Absolut. So hätte der letzte Fail heißen sollen. Lustigerweise kann ich aber...
kann ich ja mal erzählen. In den heutigen Discord-Titel habe ich reingeschrieben, und ich zitiere das jetzt, in die Ankündigung von heute. Ankündigung, warte. Everyone, at everyone, heute wird wieder euer Käfertrainer Kai wieder in seine 7 Region Log hineinsteigen. Und, naja, hoffentlich mal was anderes fangen als Safcon oder Toxipet oder Gehweier oder irgendeinen Käfer. Na, naja, auf geht's ins große Krabbeln. Den Joke konnte ich mir auf Discord nicht verkneifen. Der war ja sehr obvious, muss ich sagen. So, ja, ihr seht schon, Lucy hat eher spezielle Vorzüge an der Stelle. Verteidigung ist noch ganz okayisch, I guess. Die wird nochmal ein bisschen von unserem Wesen amplified, also verbessert. Und den Angriff brauche ich anscheinend eh nicht. Ihr seht schon, mit 12 ist der auch echt schlecht. Also das kühne Wesen spricht hier Lucy echt zu. Finde ich nice. Jetzt haben wir auch endlich 3 solide Pokémon im Team. Eigentlich sogar 4 solide Pokémon, weil Olli auch schon Level 10 erreicht hat. Sehr schön. Und ihr seht auch schon, dass Olli generell so eine gute Tankrolle einnehmen kann, weil seine KP sind verglichen mit den anderen Pokémon schon sehr hoch. 37 ist schon eine gute Anzahl und die Verteidigung ist mit 15, 16 auch durchaus okayisch, sag ich mal. Ne, ist nicht jetzt broken, aber ist gut. Kombiniert mit einer soliden KP ist das auf jeden Fall schon ganz solide. Meine Kindheitsfilme sind der König der Löwen und Findet Nemo. Und er findet Nemo jetzt nicht so unbedingt, aber ja, König der Löwen fühle ich auch. Habe ich als Kind auch gesehen. Ist aber auch schon lange wieder her, muss ich sagen. Das letzte Mal, dass ich König der Löwen gesehen habe, ist legit über 20 Jahre her bestimmt. So ungefähr. Also, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber könnte gut sein. Wann kam König der Löwen raus? Ich habe das damals, glaube ich, noch damals auf VHS-Kassette oder so gesehen. Oder wir haben das auf VHS-Kassette mit einem Videorekorder aufgenommen aus dem Fernsehen, weiß ich gar nicht mehr. Wir hatten nämlich so Videokassettensammlungen mit einem Haufen Disney-Filmen und so. So Mulan und König der Löwen und so ein Shit. Das war da alles irgendwie drauf aus dem Fernsehen aufgenommen, so auf VHS-Kassette. Weiß ich noch. Meine Mutter hatte da eine riesige Sammlung, auch mit Indiana Jones-Filmen und Jackie Chan-Filmen und so ein Shit. Das hatten wir da alles drauf irgendwie. Die sind dann leider irgendwann alle kaputt gegangen, weil VHS-Kassetten leider nicht so die höchste Lebenshaltbarkeit aufweisen. Das ist leider nur mal so. Die gehen dann nun mal leider irgendwann kaputt, weil das komische Magnetpulver, was da drauf ist, das löst sich halt irgendwann so ein Stück weit auf, habe ich mir sagen lassen. Und dann ist das halt irgendwann nicht mehr so geil. 94, wenn ich mich nicht täusche. Na gut, da war ich 2 Jahre alt. Dann habe ich es wahrscheinlich ein bisschen später gesehen, weil so jung war ich, glaube ich, dann auch noch nicht. Aber ja, somewhat in die Richtung auf jeden Fall. So, aber wir haben jetzt, Leute, wir haben jetzt schon mal echt ein solides Team. Und ihr seht, ich muss auch wieder mal Icons austauschen, denn die liebe Lucy hat sich ja entwickelt. Wo ist das Schmetbo-Icon, da? Da ist es. Ein Schmetbo. Oh, ist ja nice. So, dann nehme ich jetzt noch den letzten Trainer hier hinten mit, den ich noch finden kann. Wenn hier noch einer rumläuft, weiß ich gar nicht. Also den habe ich schon. Die will nicht kämpfen, aber ich glaube, die hier unten will noch kämpfen. Und die nehme ich auch noch mit. Dann gucken wir doch mal, was du mir hier zu bieten hast. Ich bin 96er Baujahr. Na, ich 92er. Ich bin jetzt 30 geworden dieses Jahr. Ich alter Sack. So, dann würde ich sagen, trainieren wir noch an der Stelle tatsächlich Dexy ein bisschen. Ich versuche mal Dexy ein paar XP zu schanzen. Weil der Einzige, der bis jetzt noch echt nicht fighten kann, ist tatsächlich Michael, weil der ist Level 15 Tackle lernt und selbst dann wird er nicht nützlich. Weil Carbodor macht mit Tackle gar keinen Damage. Null. Also damit kann man höchstens wilde Pokémon auf Level 4 verprügeln, wenn man Level 15 ist. Ein Hund ist da. So ist Dexy, lass deinen Charme spielen und flieh! Flieht, ihr Narren, flieht! Entschuldigung, da muss ich kurz mal ein Zitat bringen. So, das ist auf jeden Fall ein Matchup für Olli, denke ich. Olli, komm mal raus. So, und ein Punkt für Dexy. Das war Herr der Ringe. Ja, also Herr der Ringe, muss ich dazu sagen, habe ich nie gesehen, aber ich kenne halt die Memes, ne? Aua. Der Gandalf war das, okay. Ich habe der Herr der Ringe nie gesehen. Ich bin leider, was das angeht, ein echter Kulturbanause. Ich bin nicht so der Filmtyp. Ich bräuchte halt so eine richtige Person zum Filme gucken. Und das habe ich hier im Haushalt nicht. Meine Mutter ist keine Person, mit der ich Filme gucken möchte. Das ist jetzt natürlich voll gemein, aber meine Mutter ist so eine Quatschtante. Und auch wenn ich selber eine absolute Quatschtante bin, wenn ich einen Film sehe, dann will ich dabei nicht reden. Ich will dann da sitzen und den Film genießen. So richtig darin versinken. Und das klappt mit meiner Mutter nicht. Wir labern nebenbei immer.
Deswegen habe ich mir auch, als ich den letzten Film, den ich mir wirklich richtig intensiv angeguckt habe, weil ich den sehen wollte, war Interstellar. Und da habe ich gesagt, Mutter, Alter, lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt in mein Zimmer alleine und guck Netflix. Und habe mir dann Interstellar hier auf meinem PC gegönnt und war auch ein geiler Film. Zu dem man super schön abheulen heulen konnte und man absolut die Musik enjoyen kann, weil Hans Zimmer einfach ein absolutes Musikgenie ist. Und deswegen war ich so, nee, hier in meinem Haus möchte ich mit niemanden Filme gucken. Ich bräuchte da die richtige Person für, die sich daneben setzt und selbst wenn sie den Film schon kennt, einfach nichts sagt. Mir nichts von dem Film voraus erzählt, die sich mit mir da hinsetzt und sagt, yo, ich guck mir gerne mit dir einen Film an, den ich schon kenne und du noch nicht kennst, weil ich halt irgendwie neugierig auf die Reaktion bin oder so, weiß ich nicht. Und dann einfach nicht plaudert. So einfach. So über den Film vielleicht mal ganz kurz oder so, wenn man Pause macht oder einmal auf Klo muss, ja, aber ansonsten will ich da sitzen und einen Film genießen. Hans Zimmer ist einfach der Beste. Lerne einige Lieder auf Gitarre. Ich habe versucht, Interstellar die Musik auf Klavier zu spielen. Klappt so somewhat okay-ish, I guess. Ist halt auch nicht das schwerste Musikstück, deswegen kann ich so ein bisschen das. Ich gehe ins Bett, bis zum nächsten Mal. Nacht, Karin, schlaf gut. So. Gori nach unten schieben, so. Der Dex hier hat tatsächlich Level 7, Level 6 erreicht. Und ich muss mal ganz kurz einen Punkt verteilen und mal unter meinen Tisch greifen. Ich habe nämlich keinen Strom mehr für mein Headset. Das ist mir nämlich gerade einfach ausgegangen. So. Also Kana, ne? Gute Nacht, habe ich glaube ich erwähnt. Also ich hatte schon mal eine Person, mit der ich mich super gut hier hinsetzen und Filme gucken konnte. Aber gut, die war eh ein bisschen ruhiger, sag ich mal, ne? War eh nicht so die gesprächigste Person. Ne, da war sowieso nicht so viel mit die ganze Zeit quatschen. Aber das finde ich beim Filme gucken echt angenehm, muss ich sagen. Und ich finde es dann einfach cool, mit anderen Leuten Filme zu gucken, aber schwierig. Ich weiß noch, wir hatten damals so in der Endzeit von YouTube, wo ich schon so langsam angefangen habe, eher Twitch als YouTube zu machen. Da habe ich mir mit Henny, also YouTube Best-Offs und ein paar anderen Kollegen und Tim und Co. und so ein bisschen freundemäßig über so Internet-Übertragungen haben wir uns so Filmabende gemacht, wo denn jemand einen Film zur Verfügung, über einen Download zur Verfügung gestellt hat. Wo er den her hat, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Ne? Guckt nicht so böse. Dann haben wir uns den alle runtergeladen und dann alle offline gleichzeitig geguckt. So quasi eine Online-Internet-Filmeabende gemacht. Und da war halt auch immer einer dabei, der einfach ständig die Schnauze aufgerissen hat. Ne, da war ich immer so, boah, halt doch dein Maul. Interessiert doch niemand, was du gerade erzählst. Ich will den Film sehen. Also gut, wenn der Film mich nicht interessiert, dann ist es okay, dann kann ich damit leben, aber wenn das ein geiler, immersiver Film ist, dann will ich doch nicht, dass er ständig einer reinlabert. Und das sag ich, Leute, und ich bin der Profi im Reinlabern, bin ich ehrlich. Habe ich auch gar kein Problem damit, das zu gestehen. Aber da denke ich mir so, ey, halt doch dein Schnauzen. Ne, um es mal förmlich auszudrücken. So, hier war ich, hier ist Wasser, bringt mir nichts. Gut, dann kann ich hier rüberhöppeln und ein Item mitnehmen, glaube ich. Jo. Gesteinjuwel. Brauche ich nicht. Na gut. Aber es gibt natürlich auch so Filmreihen, die ich mir nicht angucken würde. Stellt euch vor, ihr habt noch nie in eurem Leben Star Wars gesehen. Meiner einer zum Beispiel. Und dann werdet ihr so konfrontiert mit so 20 Star Wars Filmen. Du weißt erstens nicht, wo willst du anfangen. Was guckt man zuerst und alles sowas. Das war ja kein Plan, wo ich da anfangen sollte. Ich würde da ja einfach surrendern und sagen, nö, ich gucke einfach Star Wars nie. Und das habe ich jetzt so als Credo rangenommen. Ich gucke mir die vielleicht mal alleine, die Filme irgendwie an. Ich glaube auch nicht, dass sich jemand dazusetzen würde und sagt, ja, Kai, ich gucke mit dir jetzt alle 6 originalen Star Wars Filme. Macht doch keiner, oder? Also so viel Chips und Langeweile kann man ja gar nicht haben, dass man das macht. 9 sind es mittlerweile, ja, und ein Haufen Serien dazwischen und bla, und hast du nicht gesehen. Sau ist echt gut, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin halt nicht so der Sci-Fi-Typ, ne? Ich mag dieses Sci-Fi-Piu-Piu. Ich mag die Szenerie halt einfach nicht. Ich bin so ein Szenerie-Mensch, ne? Ich bin zum Beispiel auch. Dark Souls holt mich nicht ab, weil ich den Schwierigkeitsgrad nicht cool finde oder so. Oder weil ich es zu schwer finde oder Angst habe, dass ich es nicht schaffe, sondern eher, weil mich die Szenerie nicht abholt.
dieses ganze westliche Rittergedöns mit Drachen und so, das hat so Skyrim-Feel und das fühle ich einfach nicht. Weiß nicht, Sekiro holt mich schon mehr, weil das so ins Japanische geht, das finde ich dann wieder geil, ne? Da bin ich dann wieder der kleine Weep, der sich sagt, so geil, Ninjas, Schwerter, Katanas, geil, Pock. Wenn ich da so einen Ritter sehe mit einem Schwert, der da auf irgendwelche Drachen oder andere Ritter kloppt, dann finde ich das einfach nur langweilig irgendwie. Weißt du, da holt mich einfach die Szenerie nicht ab. Ich weiß nicht, warum ich da so empfindlich für bin. Ich habe auch bei Xenoblade Chronicles X einfach einen Teil meiner Lieblingsspiele-Serie gesagt, boah, das ist so ein Weltraum-Piu-Piu-Gedöns, wo man mit Transformern rumlaufen kann. Das hat man ja im Trailer gesehen gehabt und ich war so, pff, will ich mir das wirklich geben? Das wird doch bestimmt komplett scheiße. Da habe ich es gespielt und fand es okay, at least. Nicht gut, aber es ist okay. Also ich weiß nicht, ich bin da sowieso komisch einfach. Ich bin einfach in dem Punkt einfach ein weirder Mensch. Ja, das gebe ich auch gern zu. Dafür stehe ich auf einen Haufen Krimi-Shit, wo sich andenken, warum guckst du dir sowas an? Das ist doch langweilig. Aber ich finde sowas halt interessant so. Das ist halt so dieses typische Geschmäckle. Ne? Der eine sagt, geil, ich gucke mir Horrorfilme an, da wäre ich so schnell raus, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Ich bin schneller in meinem Leben, war ich nie weg. Einmal will ich Horrorfilme nicht abholen. Den Horror so ist. Horrorfilme sind entweder einfach dafür da, dass du dich halt unwohl fühlst, wenn du sie guckst. Da denke ich mir so, warum gucke ich mir das dann an, wenn ich mich unwohl dabei fühlen soll? Wo ist der Sinn dahinter? Please tell me. Oder ist es einfach nur, um billigen Jumpscare-Humor rauszuholen? Wo ich denke mir so, nee, das will ich nicht. Das ist dann zwar vielleicht so ein Schreckmoment und haha, hihihi, der hat sich erschreckt, witzig. Finde ich auch langweilig. Also entweder der Film ist so schlecht gemacht, dass ich die Jumpscares gefühlt schon antizipiere und dann finde ich es nur langweilig, oder es erschreckt mich, weil es ein gut gemachter Jumpscare-Horrorfilm ist und dann erschrecke ich mich dabei und habe halt auch nichts gewonnen. Sehr, weil den Unterhaltungswert dahinter nicht. Deswegen, wenn ich so potenziell ein Horrortyp wäre, wäre ich so der Psycho-Horror eher, so, wo halt so creepy Dinge passieren. So Gore ist zum Beispiel auch überhaupt nichts meins. Also so, wenn der Saw irgendwo so Gehirnplatten aufgesägt werden und dann da überall Blut spritzt, dann finde ich das einfach nur aus dem Gesichtspunkt, dass ich ja weiß, dass es halt wahrscheinlich irgendwie irgendeine Maske und alles nicht echt ist, finde ich es einfach nur, ja, es sieht halt eklig aus. So. Aber wenn ich jemand was Ekliges zeigen will, dann kann ich auch einfach, weiß nicht, meine Klamotten ausziehen und mich nackt zeigen. Dann habe ich dasselbe gewonnen. Aber ihr versteht, worüber ich hinaus will, ne? Da ist einfach jeder eigen, so. Ich weiß auch nicht, ob Ekel und Horror wirklich zusammengehören sollte. Genauso wie ich bei Animes nicht so der Fan von Gore bin. Also wenn da alles 50.000 Mal Blut spritzt, so, dann sieht das halt einfach nur eklig aus. So. Dann weiß ich auch nicht, ob mich das so abholen soll. Also auch auf die Anime-Welt ist das ganz gut zu repräsentieren. Wo ich sag, holt mich einfach nicht ab, ne? Finde ich einfach uninteressant. Ami! Einen Bedroher. So, heute mal ein bisschen Filmtalk. Aber nebenbei trainiere ich fleißig Dexy, damit sie auch fighten kann. Oh yeah! Ich habe Konfusion. Saw ist mehr so im Bereich Splatter. Ist das so? Weiß nicht, für die mir damals Saw empfohlen haben, das ist ja doch schon Jahrhunderte her gefühlt. Die meinten so, ja, das ist voll der krasse Horrorfilm, der aktuell im Trend ist. Das ist auch schon ewig her, ne? Und ich war so, ne. Holt mich nicht so ab. Aber stattdessen gucke ich mir einen Haufen Jackie Chan Filme an, weil ich so Martial Arts okay finde. Das ist halt unterhaltsam. Und Jackie Chan ist halt einfach eine lustige Persönlichkeit. Zumindest ein Schauspieler hat sie eine lustige Persönlichkeit, ne? Er hat eine witzige Mimik, eine witzige Gestik. Und daher haben mich die Filme holen mich ab. Das ist so eine Mischung aus Action, Spannung und Comedy. So, das gucke ich mir an. Was finde ich wieder cool. Genauso wie ich manche Bud Spencer-Filme alt sind, die cool finde. Einfach nur, weil es geiler Humor ist. Tolle Sprüche, ja eben. Der Humor ist einfach gut, genau. Genauso als Kind wusste ich jetzt Bud Spencer nicht so krass zu appreciaten. Inzwischen aber schon. Da guckt man sich so einen Film gerne mal an. Die neue Pokémon hört er nicht mehr, da hast du recht. Hat dein Lynn jetzt wieder kein einziges bekommen? Es tut mir leid. Aber hey, Alter, Starter nachher, maybe, ne? Starter nachher in der nächsten Stadt.
Und auf der Route nach der Stadt gibt's auch noch mal was. In den bunten Gräsern da, in den bunten Blümchen. Da kann ich auch noch mal reinfischen. Aber dann schlaf gut. Träum was Schönes. Hause rein. So, ich versuche jetzt Dexy noch ein bisschen zu trainieren. Nebenbei quatsche ich noch gerne ein bisschen über Filme und unterhalte euch hier in YouTube und Twitch. Und dann, ja, ist meine Pflicht bei Pokémon auch gediegen. Oh, Schmerz. Ist ein Starter, bekommt Louis. Naja, den letzten Starter hat Louis nicht bekommen. So, jetzt bräuchte ich Wasser. Komm, Olli. Naja, weil ich am Mittwoch wieder nicht da bin. Ja. Aber ja, Mama kann ja Tickets einlösen. Aber ja, Mama hat Abendschicht am Mittwoch, glaube ich. Ich werde mir auch alle Tickets holen. Alles okay, dafür sind die ja da. Genau deswegen wollte ich das ja. Weil ich halt doof finde, wenn sich alle Leute irgendeinen scheiß Pokémon reservieren. Das finde ich doof. Aber wenn alle sagen, ja, ich würde auf jeden Fall da mitmachen wollen, wenn XY existiert. Und dann werfe ich alle in den Topf und dann passt das. Und die Tickets sind die perfekte Möglichkeit, das zu dokumentieren und später nochmal nachzugucken. Weil du halt bei Twitch diese Warteschlange für so für Belohnungsanfragen hast. Und da kann man super schön halt einfach später reingucken und das alles kartografiert und sortiert nach Chronologie. Einfach schön gucken und sehen, wer wann welches Ticket für welche Thematik eingelöst hat. Das ist perfekt dafür. Deswegen sind das mit den Pokémon, das ist das inzwischen auch so günstig, ne? Also am Anfang haben die Tickets, kann ich ja mal erzählen, 500 Punkte gekostet, bis ich gesagt habe, nee, das ist mir zu teuer. Ich will, dass jemand hier auf den Channel reinkommt und sagt, boah, das ist eine coole Challenge, ich mag Pokémon, ich hab Bock da mitzumachen. Ne, auch wenn ich den Streamer doof finde, aber wenigstens einen Gewinnspielpreis abgreifen, habe ich Bock drauf. Ne, und der gönnt sich dann halt einfach ein Follow, ne, kriegt 300 Kanalpunkte und kann sich dann kein Ticket leisten und das ist doof. Dann habe ich gesagt, komm, mach mal 300 draus und dann wurde es jetzt zwischen 150. Also inzwischen kostet es ein Drittel von dem, was es früher mal gekostet hatte. Nicht, weil es nicht häufig benutzt wurde, sondern einfach, weil ich dachte so, nee, das muss nicht so teuer sein. Das sollte erschwinglich sein. Und finde ich auch cool so. Lucy kriegt Level 11. So. Langsam muss ich ein bisschen auf mein Level aufpassen, ne? Weil Magby ist, glaube ich, schon auf Level-Niveau, ne? Magby ist jetzt schon... Jo. Also Dexy muss jetzt langsam ihr Level kriegen. Sonst... Oha. Ich speichere mal schnell. Schnell mal speichern. Vortrainer muss ich auch noch machen, ne? Darf ich nicht vergessen. Boah, das ist für Alfi echt schwer zu bekämpfen, ne? Ich meine, es gibt halt schon gute XP, das Pokémon, aber... Ich darf ja gar nicht mehr so viel trainieren, ne? Guck mal, andere Quiekels. Das ist doch für unser Quiekel ganz geil. Ich will ja bloß, dass Dexy eigene Attacken beherrscht, ne? Wenigstens Pfund oder so. Das würde mir schon reichen. Los, Alfi, hilf hier! Pflanze Elektro-Eis. Mama gönnt sich ein buntes Potpourri, Alter. Aus Typen. Noch ein Wasser-Dude. So, habe fertig. Alles cool. Dafür sind die Tickets, wie gesagt, da. Genau dafür. So. Komm schon, Dexy. Ein bisschen noch. Du schaffst das. Folge ist auch schon wieder vorbei. Scheiße. Oh. Ich wünschte, ich könnte das selber verhauen, ne? Aber ich habe keine Attacke. Ja, gebe ich Olli. Olli ist noch Level 11, das ist in Ordnung. Aber ich muss dann halt wirklich beim Trainer schon intern ein bisschen aufpassen, ne? Weil ich einfach jetzt noch so lange halt die ganzen Pokémon trainiere, die jetzt langsam den Anfang Moves zu kriegen, ne? Ich hätte vielleicht schon mal eher anfangen sollen, Dings ein bisschen zu trainieren hier, ihr wisst schon. Unsere gute Dexy. Schon mal eher ein bisschen XP abgeben. Aber das ist halt leider auch immer mit so einem Game-Over-Risiko verbunden, was halt echt nicht smart ist. Deswegen war ich da so, nee, lass mal nicht machen. So, blub. Mir ist übrigens noch nie aufgefallen, dass Merrills Schwanz leuchtet, wenn man eine Attacke einsetzt. Ja, auch interessant. Dexy erreicht Level 9 und lernt Pfund. Boah, finally. So, und jetzt werde ich aber versuchen, Dexy selber zu trainieren. So, wenigstens bis Level 10 so. Und dann versuchen, noch ein bisschen XP in der Arena mitzunehmen und dann... Boah, it should be somewhat fine. Ich
kann ja auch einfach mal ein bisschen Beschleunigungstaste smashen. Ne, hier mal ein bisschen den machen. Vielleicht mal den Fund nach oben schieben. Warum dauert es mal so lange, bis Quiekel stirbt? Das sieht komisch aus. Emulator broken. Boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Boah, ich glaube nicht. Nee. Nee. Das wird nichts. Solange ich nicht irgendwie die Verteidigung von dem Pokémon verringern könnte, wird das, glaube ich, nichts. Corazon gibt halt sehr gute XP, ne? Fairerweise. Konfusion! Corazon hält aber auch einiges was aus, ne? Muss man eigentlich sagen. Aber ja, das, das Tackle-Fund-Match hätte ich verloren auf Dauer. Corazon ja viel krankere Stats hat als ein Fluffeluff, ist ja auch normal. Fluffeluff ist ein Baby-Pokémon. Und Corazon ist ein Basis-Pokémon, was keine Entwicklungsstufe beherrscht und deswegen muss das ja schon von Grund auf relativ gut sein, in Anführungszeichen. So, mein Spezialangriff ist actually gar nicht so schlecht, ne? Der geht sogar in Ordnung. So. So, gut nach dran. Ran, schlaf gut. Ja, gut, Nächtle. Da habe ich gerade meinen Popschutz bespuckt. Schwer feuchte Aussprache hier. Ekelhaft. Kai, du Ekelhaften. So. Wie viel XP hat das jetzt gebracht? Komm. Level 10 schaffe ich. Level 10 Guide noch. Ja, das kriege ich ja wohl hin, oder? Komm, Dexy. Dexy, you can do it. Alter. Er macht mir einfach 9 Damage. Weiß ich nicht. Aber ich mache auch ein bisschen Schaden. Ist okay. So, jetzt ist er verliebt. Das könnte ich jetzt gewinnen. Dexy, you can win. Oh, Silberblick. Jetzt bin ich beim nächsten Mal K.O., wenn er mich trifft. Wenn er mich jetzt hittet, bin ich K.O. Aber ich komme durch. Dexy wins. Das reicht nicht. Och, Mann. Puh. Wirklich? Jetzt muss ich mich nochmal heilen. Also ja, Dexy wird noch bis zur Entwicklung auf jeden Fall eher sehr schwach bleiben. Aber ich will wenigstens, dass sie ein bisschen kämpfen kann. Weil ohne Kampf und ein bisschen Level wird halt auch nicht mit Freundschaft sammeln, ne? Das ist schwierig. Muss Pummelows Freundschaftslevel eigentlich irgendwie an einem bestimmten Tageszeit irgendwie hoch sein? Muss man das irgendwie tagsüber machen oder wie ist das, Leute? Hat da jemand eine Information für mich? Oder mal wenigstens eine Information aus dem Poké-Wiki? Weil es gibt ja so Pokémon, wo man tagsüber mit Freundschaften Level absammeln muss. Und ich weiß nicht, ob das hier auch so der Fall ist. Das wäre nett, wenn mir da einer mal Feedback zu geben könnte. Weil ich... Ich weiß nicht. Ich könnte mir halt schon vorstellen... Nichts effektiv, haha. Ich kann mir schon vorstellen, dass man so wie tagsüber machen muss, ne? Freundschaft am Tag wird zur Entwicklung, so wisst ihr? Also Charmbolzen ist auf jeden Fall eine echt nützliche Fähigkeit bis dahin. Das muss man leider an der Stelle echt mal sagen. So, Level 10 reicht mir. So, dann jetzt noch ein paar Vortrainer und dann der komische Skater da oben. Und dann muss ich doch ready sein für die Arena, Leute. Kann doch echt nicht sein, dass wir hier die ganzen Male jedes Mal gescheitert sind. Also ich bin ja seit 2 Versuchen nicht mehr hinter den ersten Arena-Leiter gekommen. Das ist schon eigentlich bezeichnend. So, wir nehmen nochmal Tränke mit. Frischen, bisschen Potions auf. So. Kann ich noch was verkaufen?
Ganz schnell mal hier nochmal durchwursteln. Was ist das? Duftbeutel? Was ist das? Ein mit Parfüm gefüllter Beutel, der einen penetranten Duft verströmt und bei einer bestimmten Pokémon-Art sehr beliebt ist. Schmutz. Kann man das verkaufen? Braucht man das irgendwie? Ist das wichtig? 2500 für den Voltensonit. Gesteinsjuwelen bräuchte ich nicht unbedingt. Seerauch. Versteckt Wasserattacken. Ist wie Zauberwasser, kann weg. Die behalte ich. Den behalte ich auch. Den auch. Das behalte ich. Steht nur Freundschaft drin. Okay. Na gut. Reicht mir. Na gut, dann haben wir jetzt Dexy am Stissel mit somewhat occasion Werten. 38 KP ist ja sogar gar nicht mal so schlecht. Wenn ich mir die Werte angucke, okay, wird mir wahrscheinlich schlecht. 9 und 12 Verteidigung, ne? Boah, das ist schon echt bad, ne? 9 und 12. Das ist auch etwa auf Alfies Level, aber Alfie macht wenigstens Damage. Na, wobei, hätte ich eine Spezialattacke, würde Dexy auch ein bisschen Schaden machen. Eine Feenbrise als Angriff wäre geil. Ich hoffe, es lernt das irgendwann mal. Seine Werte sind eigentlich ganz gut, ne? Also, Goggis Werte sind für so ein Baby-Pokémon schon ziemlich gut, aber das war bei Magby schon immer so. Magby ist für ein Baby-Pokémon ziemlich stark, tatsächlich. Also, ja. Wird Zeit demnächst für unser Team zu zeigen, weil, wo der Hammer hängt. Und dann gucken wir mal, ob wir die Arena schaffen diesmal. Mach ich aber nicht mehr heute, Leute. Ich sag danke fürs Zuschauen, fürs Reingucken, fürs Mitfiebern. Ich mach jetzt mal erstmal den Beat wieder ein bisschen runter. So, und sag danke vielmals fürs Zuschauen an die liebe YouTube-Randen-Zuschauer. Ich verneige mich. Und sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Support. Wie Formen von Daumen hoch oder Kommentare oder Abonnieren des Kanals. Das ist immer muchos Ehre, Leute. Dankeschön. Kuss geht raus. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein. Tschüssi, Kowski und ciao. Bis zum nächsten Mal.